Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr merkt es vielleicht, ich habe ein bisschen gute Laune mitgebracht. Liegt daran, die Einkatzen sind ja jetzt in Pflege. Also schon ein bisschen länger, ich glaube fast eine Woche ist es jetzt so. Die anderen Katzen, die zuerst kamen, um die ich mich sehr gekümmert habe, sind jetzt auch schon 6 Wochen alt. Das heißt, sie sind jetzt hinten im Schuppen, die sind jetzt nicht mehr immer in meinem Zimmer. Das heißt, die können sich jetzt schon selber so gut wie versorgen halt. Ich musste nur mal Essen hinstellen, Trinken hinstellen, mal das Klo sauber machen. Aber sonst essen die jetzt komplett selber aus dem Napf und noch von der Mutter. Trinken haben sie auch immer da stehen. Und ja, sie werden sehr, sehr, sehr lebendig. Vielleicht werden noch Videos dazu folgen. Mal gucken. Ich kann nichts versprechen, aber es kann natürlich sehr gut sein. So, ja, gute Nachrichten eigentlich, ne? Denn da habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Ich muss mich jetzt nur noch um meine baldige Prüfung kümmern. Oder um meine baldigen Prüfungen. Ich muss noch 2 Prüfungen irgendwie in nächster Zeit schaffen. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich gearscht, sage ich mal. Aber ich drücke mir einfach mal die Daumen, sagt, du schaffst das schon, du schaffst das. Ja, heißt, es können wahrscheinlich wieder öfter Videos kommen. Ich werde mich vielleicht heute auch schon dran machen, wieder ein bisschen Toads Treasure Tracker aufzunehmen. Ihr wartet wahrscheinlich schon sehnsüchtig auf diese Folgen, dass ich da mal endlich weiterkomme. Ich hatte ja zwischendurch mal 4 Folgen rausgehauen, ist allerdings nicht so viel gewesen. Naja, schauen wir mal drüber hinweg und ich würde sagen, es geht bald wieder weiter. Was dann danach kommt, keine Ahnung. Die Toad Amiibo habe ich immer noch nicht, leider. Kann ich aber auch so an sich nicht ändern, erstmal. Weil ich finde, die ist ein bisschen teuer. Man kann sich das echt im Internet mal angucken. Die Leute wollen dafür mindestens 25 Euro haben für diese Amiibo. Verstehe ich nicht. Ich bin nicht bereit, mehr als 20 Euro dafür zu bezahlen. Denn im Laden gab es die für 13, 14 Euro. Okay, Versand. Deswegen sage ich, lasst sie ruhig 15 Euro kosten. Dann 5 Euro Versand noch, da sind wir bei 20 Euro. Das würde ich bezahlen, aber bestimmt keine 25 Euro. Nein, danke, dann warte ich lieber, bis irgendjemand die mal abzugeben hat und sie vielleicht mir auch geben möchte. Oder ich durch einen Zufall irgendwo was sehe im Internet, ein gutes Angebot, dann schnappe ich zu. Dann kann es auch mit den Zusatzmissionen dann weitergehen von Toad's Treasure Tracker. Ja, ihr merkt es vielleicht, Heuschnupfen ist auch angesagt. Ziemlich scheiße eigentlich. Meine Nase ist ein bisschen befallen, man hört es vielleicht, meine Nase ist ein bisschen zu hin und wieder. Dann brauche ich ja nur mal rausgehen, dann sind meine Augen ein bisschen angeschwollen hin und wieder. Ich niese 5 bis 10 Minuten lang durchgehend. Also ist nicht ganz so einfach, noch nehme ich keine Tabletten, weil ich einfach denke, noch kann ich es aushalten. Aber wenn es wirklich schlimm wird, dann werde ich natürlich zur Apotheke gehen und mir so ein paar Tabletten dagegen holen. Wollen wir mal schauen. Gut, das interessiert euch bestimmt gar nicht, ne? An dieser Stelle nochmal gesagt, Hashtag FragCody. Stellt mir ruhig immer wieder Fragen, dann werde ich bald das nächste FragCody-Video raushauen. Ich habe es auch gerade nochmal auf Twitter gepostet und auf Facebook. Also falls ihr mich auf Facebook und Twitter noch nicht habt, sucht einfach nach Cody Let's Play, da müsstet ihr mich finden. Einfach zusammengeschrieben, so wie es in meiner Kanal-URL ist, wie es auf meinem Kanal steht. Einfach genau so geschrieben, Cody Let's Play, zusammengeschrieben, suchen, da findet ihr das. Instagram habe ich natürlich auch, falls ihr Bilder sehen wollt, könnt ihr mir da gerne folgen. Kommen hin und wieder mal schöne Bilder von Tieren oder von mir oder von irgendwas, was ich gerade gekauft habe oder sonst was. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ist ein kleines Plapper-Video, ich will es auch nicht zu lang werden lassen, ne? Weil dann schaltet ihr ja wieder ab. Ja. Also ein paar Fragen sind hier auf jeden Fall schon mal, das sehe ich. Aber die werde ich jetzt nicht beantworten. Dafür mache ich dann ein extra Video. Und ja, falls jemand von euch Interesse an Yu-Gi-Oh! Karten hat, ich habe hier ein bisschen was abzugeben. Das am Rande erwähnt. natürlich möchte ich die gerne verkaufen. Ja, gibt es sonst noch etwas zu sagen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich finde es schön, dass ich jetzt mal wieder mit euch reden kann. So richtig offen und frei. Mir fällt gerade ein, ich muss ja heute weg. Ja, dann würde ich sagen, beende ich das Video jetzt. Hier war ein kleines Blabber-Video. Ich weiß nicht, was im Hintergrund ist. Ob vielleicht auch nur ein schwarzes Bild und ihr habt nur Blablabla gehört. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem gefreut, dass mal wieder was von mir kam. Ich würde mich über Kommentare freuen. Und ja, wenn ihr möchtet, lasst doch eine Bewertung da für dieses Video. Wenn euch es freut, dass ich wieder zurück bin oder zurückkomme jetzt aktiv, dann lasst einen Daumen oben da. Und ja, bis dann. Ciao.